Am 8. November hat in Wien das erste SQA-Netzwerktreffen unter dem Titel Netze nützen, Qualität steigern stattgefunden. SQA steht für Schulqualität Allgemeinbildung. Die Initiative des BMUKK will durch pädagogische Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung zu bestmöglichen Lernbedingungen in allgemeinbildenden Schulen beitragen. SQA ist Schulqualität Allgemeinbildung, bezieht sich auf alle Schulen von der Volksschule bis zur PTS. Wir wollen etwas einrichten, das den Schülerinnen und Schülern und ihrem Lernen hilft. Nachzulesen übrigens seit neuestem alles auf dem neuen Portal von SQA, www.sqa.at. Eingeladen waren verschiedene SQA-Kooperationspartner und Partnerinnen, EBIS-Beraterinnen und Beteiligte der Initiative Kreativ Innovativ 2020. Mit Vernetzungstreffen wie diesem sollen Kooperationen und Austausch zwischen verschiedenen SQA-Partnern gefördert werden. Und wir sind sehr gespannt, was von Ihnen allen kommt und wie SQA als System der pädagogischen Qualitätsentwicklung durch Sie bereichert werden kann. Nach dem ersten Kennenlernen sind die Inhalte von SQA in einer offenen Diskussionsrunde besprochen worden. Entscheidend ist, dass SQA den Schülern und Schülerinnen was bringt. Am Nachmittag haben sich die Teilnehmenden konkreten Fragestellungen gewidmet. Im Mittelpunkt standen dabei Gedanken zu aktiven Beiträgen und dem Nutzen von SQA. Insgesamt könnte man sagen, dass die Meinung war, dass SQA für diese unterschiedlichen Themen so wie eine Trägerrakete funktionieren könnte. Das gelingt natürlich durch Vernetzen. Wir haben eben auch schon einen Entwicklungsplan erstellt, da ist Prototyp drinnen, steht auf der SQA-Homepage. Sie sehen, was es alles an Möglichkeiten gibt von den anderen Netzwerkpartnern, Partnerinnen. Im Anschluss hat die virtuelle PH ihren neuen Online-Campus vorgestellt. Den krönenden Abschluss liefert Wolfgang Vogelsänger, Schulleiter der Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule Göttingen, die den Deutschen Schulpreis 2011 für sich gewinnen konnte. SQA ist die Möglichkeit, auch mal innezuhalten und mal sich zu überlegen, was ist eigentlich passiert und wo wollen wir hin? Vogelsängers hörenswerter Vortrag zum Thema SQA, was bringt's dem Kind, findet großen Anklang. In seiner Rede schildert er auch seine Sicht auf SQA. Und für Österreich sehe ich eben den Punkt, dass hier geguckt werden muss, wie kriege ich das in die Schule rein. Und wenn das gelingen würde, das wäre eine Kulturrevolution. Weitere Infos zu SQA finden Sie auf der Website www.sqa.at.